Conny, stopp! Was machst du denn da? Oh, was ist das denn für ein Raum? Wir können hier doch nicht einfach so rein. Oh, das ist ja wild. Wow. Hier liegt ja so viel Kram rum. Wozu das wohl alles gut ist? Es sieht so aus, als wären wir hier in einer Operationsbasis von Open Doors gelandet oder so. Oh, und diese Akte, die sieht wirklich wichtig aus. Oh ja. Secret Kids, Mission Impossible. Wow. Und was ist das hier für eine Nummer? 0619567671 2 3. Weiß ich auch nicht. Vielleicht ein Code für irgendetwas? Oder ein Passwort? Das könnte aber auch eine Telefonnummer sein. Oh, Manu, du hast recht. Probieren wir die einfach anzurufen. Gute Idee. Hallo, du willst ein Secret Kids Agent werden? Was? Ein Secret Kids Agent? Dann hör genau zu. Da du diese Nummer gewählt hast, nehme ich an, dass du die Secret Kids Akte bereits hast. Sehr gut. Ich habe eine super wichtige Mission für dich. Millionen von Christen auf der ganzen Welt werden verfolgt, weil sie an Jesus Christus glauben. Oft fühlen sie sich einsam und allein. Unsere Mission ist es, verfolgte Christen zu stärken. Wir wollen ihnen Mut machen und ihnen helfen, damit sie ihren Glauben an Jesus nicht verlieren. Und dort, wo sie sind, auch anderen von Jesus zu erzählen. Wir sollen Christen dazu ermutigen, weiter in Verfolgung zu leben und auch noch von ihrem Glauben zu erzählen? Das hört sich irgendwie nach einer ziemlich unmöglichen Mission an. Vielleicht denkst du jetzt, geht das überhaupt? Das ist doch unmöglich. Bei Secret Kids Mission Impossible entdeckst du, dass bei Gott das möglich ist, was uns Menschen unmöglich erscheint. Wow, ich bin aber sowas von dabei. Johnny, er ist ja noch gar nicht fertig. Wir möchten dich ausrüsten, verfolgte Christen zu stärken. Mit dem Trainingsheft lernst du, was es für diese scheinbar unmögliche Mission braucht. Nachdem du das Training abgeschlossen hast, kann die Mission beginnen. Alle Infos dazu findest du dann im Missionsheft. Secret Kids, Mission Impossible. Verfolgte Christen stärken. Danke, dass du mit dabei bist. Oh, Manu, das war so aufregend. Oh ja. Ich kann es gar nicht erwarten, gleich loszulegen mit dem Training. Johnny, hast du überhaupt zugehört? Wir sollen zuerst ins Trainingsheft schauen. Was? Oh ja, ja. Kannst du mir mal bitte helfen? Hier war noch eine Karte drin. Na klar. So. Oh, und noch einmal drehen. Stimmt. Oh, der Weltverfolgungsindex. Ja, genau. Darauf können wir sehen, in welchen Ländern der Welt Christen am härtesten verfolgt werden, wo sie wegen ihres Glaubens am meisten Leid, Unterdrückung oder Gewalt erfahren. Sag mal, Manu, die ganzen Länder sind ja schon ziemlich weit weg von Deutschland. Ja. Es liegen so viele Kilometer zwischen Nordkorea und Kamerun und Deutschland. Die meisten von uns werden nie in diese Länder reisen. Aber was haben wir eigentlich mit den Christen dort zu tun? Gar keine so schlechte Frage, Johnny. Wir Christen sind Gottes Kinder. Und dadurch eine große Familie. Wir gehören alle zusammen, egal ob wir in Deutschland, in Nordkorea oder in Kolumbien leben. Wenn es deinem Bruder oder deiner Schwester nicht gut gehen würde, wenn sie in der Schule gemobbt werden würden oder von zu Hause rausgeschmissen würden, weil sie an Jesus Christus glauben, würdest du dich nicht auch für sie einsetzen? Doch, natürlich. Und genauso dürfen wir auch über unsere Brüder und Schwestern in Jesus auf der ganzen Welt denken. Sie leiden wegen ihres Glaubens und wir dürfen unsere Augen davon nicht verschließen, weil wir eine Familie sind. Das ergibt Sinn. Ich würde meinen Bruder nie im Stich lassen. Aber das ist schon eine ziemlich große Familie. Das stimmt. Aber wie schön ist es, Geschwister überall auf der ganzen Welt zu haben. Richtig schön. Da hast du recht, Manu.
Dann sollen wir uns bereit machen und ihnen helfen. Johnny, was machst du da eigentlich? Tada! Ich bin bereit, die verfolgten Christen zu stärken. Geheimagent Johnny, bereit für den Einsatz. Oh, Johnny. Doch nicht so und nicht so schnell. Wir haben doch noch gar nicht ins Trainingsheft geschaut. Oh, stimmt. Lektion 1. Loben zieht nach oben. Schau mal, hier ist auch ein Bibelvers drin. Psalm 34, Vers 2. Ich will den Herrn alle Zeit preisen. Nie will ich aufhören, ihn zu rühmen. Alle Zeit? Also ich weiß nicht. Wenn es den verfolgten Christen so schlecht geht, dann ist Lobpreis doch etwas unpassend, oder? Oder sollten sie vielleicht gerade deswegen Gott preisen? Was? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn, Manu. Wieso soll man Gott denn loben, wenn es einem schlecht geht? Also wenn es mir schlecht geht, ist Singen und Gott preisen das Letzte, woran ich denke. Naja, Johnny, wenn wir in die Länder schauen, in denen Christen verfolgt werden, dann sieht man immer wieder, dass Christen trotz ihres Leids singen und Gott loben und preisen. Nicht, weil ihre Umstände so gut sind, sondern weil Gott gut ist. Er ist immer derselbe. Er ist treu und er meint es gut mit uns. Und darum können wir ihn auch in schlechten Umständen preisen. Weißt du, schwierige Situationen verändern sich nicht immer sofort. Wenn wir in schweren Momenten Gott danken und ihn loben, verändert es aber unser Herz. Es gibt uns neuen Mut. Es ist nicht fair, was verfolgte Christen erleben. Und es kann uns traurig machen, ihre Geschichten zu hören. Aber wir dürfen wissen, dass Gott in all ihrem Leid bei ihnen ist. Gott ist größer als jede Angst, jedes Leid und jede böse Macht. Er ist König. Wow, so habe ich das noch nie betrachtet. Egal wie es den Christen auf der Welt geht, überall wird Jesus gelobt. Ich denke, wir sollten das jetzt auch tun. Also lasst uns zusammen jetzt Gott loben. Helfer. Mit dir an meiner Seite kann ich Berge versetzen. Wenn du bei mir bist, machst du mir Mut. Du bist mein Gott. Du bist mein Gott und König. Du bist mein Freund. Du bist mein Freund und Helfer. Wenn es mir nicht gut geht und die Angst mich ergreift, rufe ich zu dir. Ich weiß, das schaffen wir zu zweit. Du machst mir Mut, dann geht's mir gut. 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 Mein Freund, du bist mein Freund und Helfer, wenn es mir nicht gut geht und die Angst mich ergreift, rufe ich zu dir, ich weiß, das schaffen wir zu zweit. Du machst mir Mut, dann geht's mir gut. 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 Ich stampfe, ich klatsche, ich tanze für dich. Mein Gott und mein König, du bist alles für mich. Ich stampfe, ich klatsche, ich tanze für dich. Mein Gott und mein König, du bist alles für mich. Ich
stampfe, ich klatsche, ich tanze für dich. Mein Gott und mein König, du bist alles für mich. Ich stampfe, ich klatsche, ich tanze für dich. Mein Gott und mein König, du bist alles für mich. Du machst mir Mut, dann geht's mir gut. 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 Hey, wie gut ist es, dass wir Gott als unseren Freund und Helfer an unserer Seite haben. Ja, und mit dem Wissen fällt es einem doch gleich viel leichter, Gott auch im Leid zu preisen. Und vor allem in solchen Momenten zu erleben, wie sehr es uns selbst ermutigt, wenn wir Gott loben. Ja, total. Manu, das Telefon hat wieder geklingelt. Ja. Heißt das etwa, dass wir unser Training abgeschlossen haben? Ihr habt also die erste Lektion erfolgreich gemeistert. Sehr gut. Jetzt geht's ans Eingemachte. Seid ihr bereit für eine Reise der ganz besonderen Art? Jetzt kommt euer erster Einsatz. Um im Training weiterzukommen, geht es jetzt mitten in die Welt der verfolgten Christen. In den Sudan. Dabei lernt ihr, was wichtig ist, um in Verfolgung zu überleben. Haltet Ausschau nach Marwan. Er wird euch auf eurer Mission begleiten. Ja, unser erster Einsatz. Endlich geht es zu den verfolgten Christen. Ich kann es kaum erwarten. Los geht's zum Flughafen. Secret Kids. Secret Kids. Willkommen zum Secret Kids Flug in den Sudan. Aber ihr habt doch nicht etwa wieder vor, hier Christen zu besuchen? Doch? Dann müsst ihr ganz besonders vorsichtig sein. Denn hier im sonnigen Sudan sieht es düster für Christen aus. Die Christen haben große Angst, von ihrem Glauben an Jesus zu sprechen, weil das Land mehrheitlich muslimisch ist. Noch dazu werden sie oft vom staatlichen Sicherheitsdienst überwacht. Verschiedene Milizen, also bewaffnete Gruppen, sind hier außerdem aktiv, weil sie die Kontrolle des Landes an sich reißen wollen. Dafür kämpfen sie sogar gegen die Regierungstruppen. Besonders für die Christen in den Nuba-Bergen im Süden des Sudans ist es schwierig. Sie werden von der Außenwelt komplett abgeschnitten. Und es gibt auch immer wieder Hausdurchsuchungen, da man den Christen hier nicht traut. Darum müssen Manu und Johnny besonders vorsichtig vorgehen. Boah, Manu, unser erster richtiger Agenteneinsatz. Wir dürfen nur nicht auffallen. Schau mal, ich habe aus dem Flughafen eine Zeitung mitgebracht. Da könnte ich noch zwei Löcher ausschneiden. Und dann können wir ganz unauffällig schauen, aus welcher Richtung Marwan kommen wird. Johnny, wir fallen so oder so auf. Schau dich doch mal um. Wir sehen nicht einmal aus wie die anderen Menschen aus dem Sudan. Du hast recht. So findet uns Marwan aber bestimmt auch leichter. Achtung, weg damit. Da kommt ein Soldat. Was macht ihr hier? Wo kommt ihr her? Oh, wir wollen den Sudan besser kennenlernen und eure Kultur und die Menschen hier. Warum? Weil es uns auf dem Herzen liegt. Na gut, Touristen brauchen wir hier wirklich. Boah, da ist mir das Herz kurz in die Hose gerutscht. Gut, dass du nicht gelogen hast, Johnny. Die Menschen hier liegen uns wirklich auf dem Herzen. Hoffentlich ist er jetzt nicht misstrauisch geworden. Hi, ihr beiden. Steigt ein. Hi, Marwan. Schön, dass du uns abholst. Aber ist das nicht ein wenig auffällig, wie du hier so hupst? Nein, wir müssen uns ja anpassen. Wir verhalten uns ganz normal. Damit fällt man am wenigsten auf. Seid ihr bereit? Dann schnallt euch gut an, denn wir fahren jetzt zu einem Verfolgungs-Survival-Training. Survival? Ich bin sowas von bereit.
Ich habe schon Klimmzüge geübt, 100 Liegestütze gemacht, paar Runden auf dem Bolzplatz gedreht und alles Mögliche. Ich glaube nicht, dass du die brauchen wirst. Johnny, ich glaube, du verstehst das ein bisschen falsch. Na, werden wir ja sehen. Ich bin auf alles vorbereitet. Wenn jemand später Hunger hat, habe ich sogar ein paar Müsli-Riegel dabei. Oh Mann, oh. Ich habe alle meine Müsli-Riegel aufgegessen. Marwan, wie lange müssen wir denn noch fahren? Ich habe das Gefühl, die Berge am Horizont waren doch gar nicht so weit weg. Und jetzt sind wir schon seit 3 Stunden unterwegs. Tut mir echt leid, Johnny, aber wir sind bald da. Und du hast recht. Eigentlich dürfte es nicht so lange dauern, in die Nuba-Berge zu fahren. Aber wir machen einen großen Umweg. Warum das denn? Der direkte Weg ist versperrt. Die Nuba-Berge sind so gut wie abgeschottet von der Außenwelt. Und das macht die Regierung extra. Nichts kommt raus oder rein. Aber diesen Weg, auf dem wir unterwegs sind, den kennt kaum noch jemand. Darum ist es auch so holprig. Wenn diesen Weg keiner kennt, wieso ist dann da vorne ein Lager? Sind wir schon da? Oh nein. Herr Jesus, danke, dass du mit uns bist. Bitte hilf uns, gut anzukommen. Mach, dass wir nicht angegriffen werden. Hier, 2 Decken. Kopf runter! Oh, ihr könnt die Decken wieder vom Kopf nehmen. Puh, das war doch ganz schön knapp. Habt ihr gesehen, wie schnell ich mich versteckt habe? Aber wieso mussten wir uns überhaupt ducken? Das war ein neues Zeltlager von islamischen Extremisten. Letztes Mal war es noch nicht da. Wir bekommen Berichte, dass immer mehr islamische Extremisten sich um die Nuba-Berge herum ansiedeln. Sie bringen Veränderung. Zum Beispiel bieten sie unseren Geschwistern in den Nuba-Bergen Hilfe an, wenn sie Muslime werden. Wir sind gleich da, dann werdet ihr verstehen, wieso sie Gebetsunterstützung brauchen, um trotz allem an Jesus festzuhalten. Und deshalb ist das Gebet auch besonders wichtig, wenn ihr Verfolgung erlebt. Manu, ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Das ist ja gar kein Survival-Training. Hast du eine Frage? Ja, genau. Ich wollte wissen, wann das richtige Training losgeht. Wir sind schon mittendrin. Aber ich dachte, man lernt hier, wie man als Christ überlebt. Ja, genau. Diese Schulung bringt praktische geistliche Tipps, wie der eigene Glaube an Jesus überlebt. Denn Verfolgung zielt ja vor allem darauf ab, dass wir Christen den Glauben an Jesus verlieren. Achtung, alle raus hier. Wir werden angegriffen. Ich glaube, das war's. Sie sind weg. Sollen wir uns weiter verstecken? Nein, für heute haben wir wahrscheinlich erstmal Ruhe. Wir sollten den Schaden begutachten. Oh nein. Marwan, wo sollen wir denn nun unsere Kinder unterrichten? Bei jedem Angriff wird noch ein Gebäude zerstört. Wer greift euch denn an? Sind das die Islamisten, die wir vorhin gesehen haben? Ich weiß es nicht. Es sind unterschiedliche Gruppen. Hier im Sudan sind viele verschiedene militante Gruppen unterwegs, die Macht an sich reißen wollen. Besonders für uns Christen ist das gefährlich, weil wir immer wieder zwischen die Fronten geraten. Sie trauen uns nicht. Deshalb sind wir hier. Egal wie lange und beschwerlich sich der Weg gestaltet. Wani und die anderen Christen hier in den Nuba-Bergen brauchen uns. Ja, vielen Dank dafür. Besonders jetzt. Wir werden einfach immer mehr von der Außenwelt abgeschottet. Wir können nicht raus, wir haben keinen Strom und unsere Kinder bekommen nicht die Schulbildung, die sie verdienen. Wenigstens können wir ein wenig anbauen, aber auch das reicht oft nicht, vor allem wenn unsere Felder durch Angriffe zerstört werden. Und dann kommen diese verlockenden Angebote von den Siedlern um die Berge herum. Wenn wir Muslime werden, dann würden sie uns helfen. Aber Jesus aufzugeben, das kommt nicht in Frage. Aber könnt ihr nicht als Familie weggehen? Es ist doch so gefährlich. Wir sind ja auch irgendwie hierher gekommen. Vielleicht können wir euch mitnehmen? Aber wo sollen wir denn hin? Wir haben hier alles, unsere Felder. Wir können uns selbst versorgen. Aber woanders haben wir nichts. Wir müssten alles aufgeben. Wie können wir euch denn ansonsten helfen? Was braucht ihr? Am meisten helfen würde uns natürlich, wenn ihr für uns beten könntet, damit wir das, was wir hier im Verfolgungstraining gelernt haben, umsetzen können. In diesem Training lernt man also eine andere Art von Überleben, wie der Glaube an Jesus trotz der Verfolgung stark bleiben kann. Dafür können wir auf jeden Fall mitbeten. Genau, Johnny, das hast du richtig verstanden. Danke, dass ihr im Gebet für uns einsteht. Es liegt so viel Kraft darin. Secret Kids.
Lass uns das gleich in die Tat umsetzen und für die Christen im Sudan beten. Ja, unbedingt. Gebet ist super wichtig. Ja, es ist eine richtige Superkraft. Ich bete. Herr Jesus, bitte lass die Christen im Sudan immer stärker in ihrem Glauben an dich werden, damit sie niemand von dir trennen kann und sie beständig an ihrem Glauben festhalten. Amen. Amen. Wie gut, dass die Christen im Sudan durch praktische und geistliche Tipps lernen, wie der Glaube an Jesus trotz Verfolgung stark bleiben kann. Für uns kann es manchmal unverständlich klingen. Wie können Menschen, die so viel Leid, Gewalt, Unterdrückung und Trauer erleben, trotzdem an Jesus festhalten? Sie glauben an das, was die Bibel sagt. Die Bibel ist Gottes Wort, das er zu uns spricht. Sie ist wahr und lebendig. Und wenn wir an das glauben, was die Bibel sagt, dann wächst unser Glaube. Verfolgte Christen sehen weiter. Und damit meine ich nicht, dass sie eine Brille tragen oder besonders gute Augen haben. Sie sehen nämlich nicht mit den menschlichen Augen, sondern mit Glauben. Aber was sehen sie, fragst du dich? Sie haben ihren Blick auf Jesus und die Ewigkeit gerichtet. Durch Jesus sind wir mit Gott versöhnt. Er hat durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung den Weg zu Gott frei gemacht. Im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 15 lesen wir, damit jeder, der glaubt, durch ihn das ewige Leben hat. Wenn wir an Jesus glauben, haben wir durch ihn das ewige Leben. Und so ist es auch bei unseren verfolgten Geschwistern. Sie sehen ihr Zuhause bei Gott und deshalb können sie trotz allem, was sie hier auf der Erde erleben, zuversichtlich sein. Auf das, was einmal in der Ewigkeit auf sie wartet. Ein Leben bei Gott für immer. Unseren verfolgten Geschwistern ist es wichtiger, was Gott von ihnen denkt und nicht andere Menschen um sie herum. Sie möchten das tun, was Gott gefällt und halten fest an Jesus. Sie schämen sich nicht für ihren Glauben, sondern vertrauen auf die kraftvolle Botschaft, dass Gott alle rettet, die an Jesus Christus glauben. Doch wenn man nur in Schwierigkeiten kommt wegen dem Glauben an Jesus, kann es sehr schwer sein, durchzuhalten. Es kann zu einem richtigen Kampf werden. Aber wie gut, dass verfolgte Christen diesen Kampf nicht alleine durchstehen müssen. Wir können ihnen helfen, indem wir für sie beten. Denn wie wir schon gelernt haben, ist Gebet eine richtige Superkraft. Wir können im Glauben beten und Gott bitten, dass er ihnen hilft. Gott ist überall. Er schafft alles. Er kann die Christen trösten. Er kann ihnen Freude schenken, obwohl sie so viele Schwierigkeiten haben. Er kann ihre Angst wegnehmen und er kann in ihrem Leben Wunder tun. Wir selbst können das nicht, aber im Gebet bitten wir Gott, dass er es tut und er kann alles. Und Gott möchte auch uns gebrauchen. Wie cool ist es, dass wir helfen können? Zum Beispiel, indem wir verfolgte Christen erstmal fragen, was sie brauchen. Das kann heißen, dass man sie besucht, sie umarmt und für sie da ist. Oder man bringt ihnen Bibeln und andere Bücher über Jesus. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, füreinander da zu sein. Gott freut sich so sehr darüber, wenn er uns gebrauchen kann. Und das möchte er auch für dich. Wenn wir Gott Platz in unserem Herzen geben, kann er durch uns wirken. Auch durch dein Gebet für verfolgte Christen aus der Ferne wirkt Gott. Er ist ganz nah bei ihnen. Er wird ihnen helfen. Wir sehen nicht immer, wie Gott ihnen hilft, aber glaube und vertraue Gott, dass er immer hilft. Und auch in deinem eigenen Leben ist das so. Vertraue Gott und glaube ihm, auch wenn du ihn nicht siehst. Er ist Sieger über alles. Gott hat alles im Griff. Du darfst wissen, dass da, wo du nicht sehen kannst, Gott alles im Blick hat. So,
Und um das nochmal etwas zu verdeutlichen, brauche ich dich, Johnny. Hm? Hier, nimm mal diese Augenbinde. Hm? Und komm mit. Okay, Manu. So. Ich bin bereit. Was jetzt? Jetzt kannst du gleich einfach mal drauf loslaufen. Ich ruf dich. Okay, Manu. Ich bin bereit. Kann's losgehen? Ja, und los! Autsch! Ich schaff das. Ich schaff das. Oh, no. Oh, so dunkel hier. Und wofür war das jetzt gut? Gleich machen wir das Ganze nochmal. Nochmal? Das hat auch jetzt schon nicht geklappt. Vertrau mir, Johnny. Diesmal wird es einfacher. Diesmal helfe ich dir und führe dich durch den Parcours. Na gut. Und los. So, jetzt kommen ein paar Stufen. Noch ein Schritt. Und los. Genau. Weiter. Das machst du sehr gut. Und noch eine Stufe. So. Und noch eine. Super. Und jetzt weißt du ein bisschen geradeaus. Genau, weiter. Und jetzt ein bisschen nach rechts. Noch ein bisschen mehr nach rechts und wieder nach vorne. Johnny, du machst das richtig gut. Nach links. So. Bleib mal stehen. Nach links. Und geradeaus. Genau, jetzt kannst du weiterlaufen. Ein Stückchen nach rechts, noch ein Stückchen und geradeaus. Super, jetzt kannst du anhalten. Oh, Manu, das war viel einfacher. Und ich habe mir dieses Mal keinen einzigen blauen Fleck geholt. Ja, Johnny, das hast du richtig gut gemacht. Und so ist es auch, wenn wir mit Jesus durchs Leben gehen. Vertrau ihm, auch wenn du ihn nicht siehst. Vertrau ihm, auch wenn du ihn nicht immer verstehst. Jesus kennt den Weg und er führt uns sicher. Da, wo wir nicht sehen können, hat er alles im Blick. Manu, welche Lektion ist denn die nächste? Lass mich mal schauen. Die nächste Lektion heißt die beste Waffe. Was? Das klingt ja mega spannend. Das klingt nicht nur spannend, sondern das ist spannend. Hier steht, Jesus sagte seinen Jüngern, liebt eure Feinde und betet für diejenigen, die euch verfolgen. Hä? Es geht doch um Waffe. Seine Feinde zu lieben, klingt da irgendwie unlogisch. Ja, und irgendwie klingt es auch unmöglich. Und trotzdem hat Jesus das gesagt. Weißt du, Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung und zeigt sich in konkreten Taten. Und Liebe bedeutet auch, dass man nicht mit Hass reagiert. Man kann schlechte Gefühle in ein Gebet umwandeln. Denn Beten ist eine Form von Liebe. Aber was betet man denn für einen Feind? Oder was beten verfolgte Christen für ihre Verfolger? Dass auch sie anfangen, an Jesus zu glauben und mit ihm zu leben. Und wenn sie das tun, sind sie auch automatisch keine Feinde mehr. Man hat die Feinde dann sozusagen besiegt, aber auf eine gute Art und Weise. Ah, deswegen heißt die Lektion die beste Waffe. Liebe und Gebet ist die beste Waffe. Wie gut, dass ich das heute gelernt habe. Ganz genau. Ich schau mal, wie es weitergeht. Ja, mach das und ich bin sofort wieder bei dir. Okay. Johnny, was machst du da eigentlich? Ich mache mich bereit für den nächsten Einsatz. Wo geht es als nächstes hin? Auf die Sekunde genau. Ihr macht richtig gute Fortschritte.
Aber seid ihr auch bereit für den nächsten Einsatz? Diesmal sollt ihr Christen aus dem Land treffen, in dem Christen am härtesten verfolgt werden. Nordkorea. Psst. Nordkorea. Damit schließt ihr die letzte Lektion im Trainingsheft ab. Und dann seid ihr vollständig ausgerüstet, um verfolgte Christen zu stärken. Also, los geht's. Wow, Manu, das ist so wild, dass wir einfach nach Nordkorea reisen. Ich dachte immer, dass man da gar nicht hin kann, weil es so gefährlich und verschlossen ist. Das stimmt. Aber das heißt ja nicht, dass wir keine nordkoreanischen Christen treffen können. Unser mysteriöser Anrufer wird schon wissen, was er tut. Komm, lass uns direkt losgehen. Willkommen im Secret Kids Flug nach China. Keine Panik, ihr sitzt nicht im falschen Flugzeug. Wir sind auf dem Weg, um nordkoreanische Christen zu besuchen. Allerdings über ein paar Umwege. Denn Nordkorea ist ein sehr verschlossenes Land. Es ist das Land, in dem es Christen am schwersten haben, weil sie dort unter extremer Verfolgung leiden, wenn sie an Jesus Christus glauben. Der Führer, er heißt Kim Jong-un, verbietet den meisten Nordkoreanern, das Land zu verlassen und lässt sie streng überwachen. Er will, dass jeder im Land nur ihn und seine Vorfahren allein verehrt. Jeder, der sich ihm nicht beugt, ist in großer Gefahr. Ins Land rein kommen nur besondere Personen und Touristen von China aus. Sie kommen dann zum Beispiel mit der Eisenbahn. Vor Ort wird man streng kontrolliert. Man kann sich als Besucher nicht frei bewegen. Ständig muss einen ein Reiseführer begleiten. Christen so zu treffen, wäre viel zu gefährlich. Die gelten in Nordkorea nämlich als Staatsfeinde. Daher versuchen viele Nordkoreaner, das Land heimlich zu verlassen. Oft auch, um Nahrungsmittel und Medikamente zu besorgen. Denn die Versorgung in Nordkorea ist für viele Einheimische sehr, sehr schlecht. Oft haben sie auch nicht genug zu essen. Viele von ihnen fliehen darum in das angrenzende Land China. Und darum machen sich Johnny und Manu heute in China auf die Suche nach nordkoreanischen Christen. Und da sind wir auch schon. In China. An der Grenze zu Nordkorea. Und wo genau sind wir denn hier? Das hier ist ein Zufluchtshaus. Hier werden Nordkoreaner aufgenommen, die aus ihrem Heimatland geflohen sind. Hey, da seid ihr ja. Hallo, es ist so schön, euch endlich persönlich kennenzulernen. Ich bin Manu und das hier ist Johnny. Ich bin Sora und das hier ist mein Papa Kwong. Hallo. Sag mal, Sora, ist das eine Bibel, die du da in der Hand hast? Ja, ich habe endlich meine eigene Bibel. Könnt ihr euch das vorstellen? Hier, magst du sie auch mal halten? Oh, danke. Aber heißt das, du hast vorher noch nie eine Bibel gehabt? Nein, in Nordkorea hat kaum jemand eine Bibel. Ich habe einmal eine ganz kurz aus der Ferne gesehen, aber das ist schon lange her. Sora, wir müssen gleich los. Bist du fertig? Ja, nur noch einen Moment. Jetzt aber schnell, die Schule fängt gleich an. Papa, was hast du da vergraben? Nichts, Sora. Du hast nichts gesehen. Bitte erzähle keinem davon. Hast du verstanden? Okay, versprochen. Gut, lass uns gehen. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Ha. Ihr dürft euch setzen. Wir haben heute Gäste von der Regierung. Ich möchte, dass ihr euch benehmt und kooperativ seid. Verstanden? Ja, Frau Ha. Sehr gut. Meine Herren, bitte kommen Sie herein. Guten Morgen. Ich bin Offizier Yong Jae-gal. Wir sind auf der Suche nach einem bestimmten Buch und dafür brauchen wir eure Hilfe. So sieht das aus. Hat irgendjemand von euch schon mal so ein Buch gesehen? Ja, Sir, meine Eltern haben so ein Buch. Vielen Dank, kleiner Junge. Nehmt ihn mit. Nein, nein, nein! Du, Papa, heute waren Soldaten bei uns in der Schule und sie haben nach etwas gesucht. Nach dem Buch, das du heute Morgen im Garten vergraben hast. Bitte sag, dass du nichts verraten hast. Nein, das habe ich nicht. Das habe ich dir doch versprochen. Aber Papa, was ist denn so schlimm an diesem Buch? Das Buch, nach dem die Soldaten gesucht haben, ist eine Bibel. Und die Bibel ist hier verboten. Wenn herauskommt, dass ich so ein Buch besitze, werden sie mich in ein Arbeitslager bringen.
Arbeitslager? Wegen einem Buch? Ja, darum ist es so wichtig, dass du keinem davon erzählst. So, wir sind da. Sora, du bleibst hier mit den anderen Kindern und hältst Ausschau. Sobald jemand kommt, der euch verdächtig erscheint, gibst du uns ein Zeichen. Kann ich nicht mit reinkommen? Ich möchte auch mal sehen, was ihr dort unten so Geheimes macht. Nein, du musst Ausschau halten. Aber warum denn? Sora, du weißt doch, dass das eine wichtige Aufgabe ist. Bitte pass einfach auf, okay? Na gut. Und denk an das Zeichen. Sora, ist alles okay? Ja, es ist nun nicht so einfach, diese Geschichte zu erzählen. Wir haben nur eine Sekunde nicht aufgepasst und auf einmal waren sie überall. Wer? Die Regierungsbeamten. Sie haben unser Gebetstreffen gestürmt und mich festgenommen. Kommt dir dieses Buch bekannt vor? Sprich mit mir. Ist das deine Bibel? Ja, das ist meine Bibel. Dir ist schon bewusst, dass der Besitz einer Bibel verboten ist, oder? Was denkst du eigentlich, wer du bist, unseren Führer Kim Jong-un derart zu beleidigen? Ich habe ihn nicht beleidigt. Ach ja? Und was denkst du dann tust du, wenn du diesen Gott aus diesem lächerlichen Buch anbetest? Der Einzige, dem du Gehorsam leisten sollst, ist der Führer. Ihm gebührt alle Ehre. Meine Ehre gebührt nur Gott. Was hast du da gerade gesagt? Erst wagst du es, eine Bibel in deinem Garten zu vergraben, und jetzt stellst du dich auch noch so gegen unseren Führer? Ich glaube, wir müssen dir auf andere Weise deutlich machen, was es bedeutet, Nordkoreaner zu sein. Wache! Aus meinen Augen mit diesem Verräter! Und dann haben sie mich in ein Arbeitslager gebracht. Aber warum hast du das denn gemacht, wenn du wusstest, dass es verboten ist? Ich meine, die Bibel ist ein tolles Buch, aber dafür sein Leben aufs Spiel zu setzen? Johnny, die Bibel ist Gottes Wort. Gott spricht durch sie direkt zu uns. Ist das nicht so viel mehr wert, als in Sicherheit zu leben? Aber Kwong, wenn du in ein Arbeitslager gebracht wurdest, wie kommt es, dass du dann heute hier in China bist? Ich habe einige Jahre im Arbeitslager verbracht. Die Zeit dort war unglaublich schwierig. Ich musste jeden Tag stundenlang schuften. Es gab kaum etwas zu essen und zu trinken. Ich wurde sogar gefoltert. So haben sie versucht, mich dazu zu bringen, Jesus nicht mehr zu folgen. Aber durch die Kraft, die Jesus mir gegeben hat, konnte ich standhaft bleiben. Jedes Mal, wenn ich dachte, dass ich nicht mehr kann, fiel mir ein Bibelvers oder eine Geschichte aus der Bibel ein. Und dann wusste ich, wenn Jesus bei mir ist, schaffe ich alles. Und so hat Jesus mich immer wieder ermutigt und mir neue Kraft geschenkt. Und eines Tages gelang es mir dann tatsächlich zu fliehen. Ich war an dem Tag zur Arbeit im Steinbruch eingeteilt und aufgrund eines Unfalls waren die Wachen für längere Zeit abgelenkt. Und auf einmal hat eine Stimme zu mir gesagt, lauf! Also habe ich das gemacht. Ich bin gelaufen und gelaufen, bis ich das Arbeitslager nicht mehr sehen konnte. Wow, das ist ganz schön mutig. Aber hallo! Ja, mein Papa ist richtig mutig. Und bald wird er sogar zurückgehen. Zurück? Nach Nordkorea? Aber warum das denn? Die Menschen dort brauchen Gottes Wort. In Nordkorea weiß kaum jemand etwas aus der Bibel. Nur ganz wenige hatten die Möglichkeit, jemals darin zu lesen. Ich werde zwar keine Bibel nach Nordkorea bringen können, aber ich kann Jesu Botschaft dort trotzdem verkündigen und den Menschen die Geschichten aus der Bibel erzählen. Und wer weiß? Vielleicht wird Gottes Wort auch sie in schwierigen Situationen dazu ermutigen, weiterzumachen und an ihm festzuhalten. Wow, Kwong. Das ist wirklich eine große Aufgabe. Mir war echt nicht bewusst, wie kostbar die Bibel sein kann und wie wichtig sie in schweren Zeiten ist. Dürfen wir für dich beten, Kwong, dass du eine sichere Reise hast und ganz viele Menschen mit Gottes Wort ermutigen kannst? Es wäre mir eine Ehre, Johnny. Der Weg nach und aus China ist extrem gefährlich. Betet bitte um Erfolg und um Schutz auch für andere nordkoreanische Christen, die diesen riskanten Weg auf sich nehmen, um die Kirche in Nordkorea am Leben zu erhalten. Das werden wir tun. Secret Kids. Secret Kids. Wow, Manu, mir war echt nicht bewusst, was für eine Kraft in Gottes Wort in der Bibel steckt. Oh ja, Johnny. Durch die Worte der Bibel spricht Gott zu uns. Und auf das, was Gott sagt, kann man sich verlassen. Gott ist treu, er hält immer sein Wort.
Ich möchte noch für die Christen in Nordkorea beten. Lieber Herr Jesus, bitte ermutige ganz viele Nordkoreaner durch die Bibel. Danke, dass sie durch dein Wort Mut und Kraft bekommen. Und bitte beschütze alle, die diese gefährliche Mission antreten, deine frohe Botschaft in Nordkorea zu verbreiten. Amen. Amen. Manu, ich finde, wir sollten noch einmal ein Lobpreislied singen und uns nochmal daran erinnern, dass Gott auch immer bei den Christen in Nordkorea ist. Das ist eine richtig gute Idee. Bei dir, danke, danke, du bleibst für alle Zeit bei mir, bei mir. Gott, du bist hier. Halleluja! Gott lässt uns nie im Stich und ist immer bei uns. Manu, ich dachte, wir sind bereits durch mit dem Training. Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt das Training für die Secret Kids Mission Impossible erfolgreich abgeschlossen. Ihr seid jetzt richtige Secret Kids Agenten und dafür ausgerüstet, verfolgte Christen zu stärken. Das Einzige, was euch jetzt noch fehlt, ist euer eigener Secret Kids Agentenausweis. Den findet ihr auf der letzten Seite im Trainingsheft. Macht's gut! Wow! Da bin ich aber gespannt. Oh ja. Boah, Manu, schau mal.
Der Secret Kids Agentenausweis. Ich trage direkt meinen Namen ein. Oh, aber schau mal auf der Rückseite. Da können wir alle Lektionen abhaken, die wir absolviert haben. Oh, Lektion 1. Loben zieht nach oben. Check. Lektion 2. Superkraft in Verfolgung. Check. Lektion 3. Beten im Glauben. Check. Lektion 4. Die beste Waffe. Check. Lektion 5. Gottes Wort. Check. Ah, wow. Jetzt sind wir waschechte Secret Kids Agenten. Aber hallo. Ach, Manu. Ich bin aber irgendwie voll traurig, dass das Training bereits vorbei ist. Ich habe einfach so viel gelernt und es hat mir so viel Spaß gemacht. Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Im Trainingsheft gibt es nämlich noch so viel mehr zu entdecken. Hier stehen ganz viele Informationen drin, Geschichten von unseren verfolgten Geschwistern und weitere kleine Aufgaben für dich. Du kannst also noch mehr entdecken. Wenn ihr noch kein Secret Kids Materialpaket habt, könnt ihr es jetzt unter diesem Link kostenlos bestellen. Wir schicken es dann zu euch nach Hause. Schau mal, Manu, da ist noch ein Heft. Ein Missionsheft. Hier steht, du hast das Training abgeschlossen. Mit diesem Heft nimmst du die Herausforderung an und startest die Mission Impossible, verfolgte Christen zu stärken. Oh, cool. Mit der Hilfe von diesem Missionsheft können wir das, was wir gerade gelernt haben, direkt anwenden und verfolgte Christen überall auf der Welt mit unserem Gebet stärken. Boah, cool. Das heißt, die Mission ist tatsächlich noch nicht vorbei. Jetzt geht's erst richtig los. Ganz genau. Mit dem Missionsheft können wir für jedes der 50 Länder auf dem Weltverfolgungsindex ganz gezielt beten und so Schritt für Schritt unsere Mission erfüllen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe richtig Lust weiterzumachen. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr zu Hause fleißig mitmacht und gemeinsam mit mir und Manu in die Mission startet, verfolgte Christen überall auf der Welt zu stärken mit unserem Gebet. Also los geht's. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. See?